Jo, Freunde, Zenox hier und damit herzlich willkommen zum ersten Spieltag bzw. zur ersten Runde der Pre-Playoffs gegen den guten C-Gaming. Denn, Freunde, wie ihr wisst, beginnt die K.O.-Phase der NPBL. Das heißt, diese Kämpfe, die ihr jetzt noch sehen werdet von mir und von den anderen, sind K.O.-Kämpfe. Das heißt, wer heute verlieren sollte, ist direkt draußen und wer gewinnen sollte, ist eine Runde weiter. Wie ihr wisst, kommen heute zwei Kämpfe. Das heißt, heute unser Kampf, Ziel gegen mich um 14 Uhr und um 17 Uhr gibt es den anderen Kampf der ersten Runde. Der gute Eve muss da gegen den guten LRJ ran und ja, der Gewinner von den beiden Kämpfen muss am Samstag in der zweiten Runde ran um 17 Uhr und der Gewinner davon muss dann am Mittwoch um 17 Uhr gegen den guten Lorenz im Halbfinale ran, also in der dritten Runde ran. Nur, dass ihr jetzt nochmal Bescheid wisst, der eine oder andere wusste das bestimmt schon, aber ich wollte euch das nochmal sagen und ihr hört es wahrscheinlich schon, meine Stimme hört sich ein bisschen komisch an. Ich bin ein bisschen krank, Freunde, habe eine Grippe, deswegen wundert euch nicht, wenn ich zwischenzeit mal huste, wenn meine Stimme einfach total broke klingt und meine Augenringe bis zum Bauch gehen. Deswegen, wie gesagt, wundert euch nicht, weil ja, der Kampf war zum Glück nicht so lange und mir geht es einfach nicht gut, aber ich wollte diesen Kampf heute trotzdem für euch kommentieren und danach werde ich definitiv wieder ins Bett gehen. Und ja, Freunde, wie ihr wisst, konnten wir jeder, der Pre-Playoffs und Playoffs qualifizierten, also in der K.O.-Phase sind, bis zu 3 Pokémon austauschen. Und ihr seht, ich habe definitiv, oder ich habe heute die 3 neuen Pokémon dabei. So, für die, die es interessiert, das Team findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr jegliche Attacke EV-Spitz nachgucken. Für die halt, die Team-Preview überspringen möchten, gibt es da drüber auch die genaue Minutenanzahl. Dort kommt ihr halt wie immer direkt zum Kampf. Für die, die sich halt nur für den Kampf interessieren. Ja, Freunde, wie gesagt, wir bringen heute extrem gute Pokémon, extrem neue Pokémon mit. Und auch eine Überraschung, denn sonst habe ich immer Turtok gegen Ziel mitgebracht. Und diesmal ist es wirklich Apokalypse. Denn ich musste heute Apokalypse mitnehmen. Denn erstmal für die Recovery, ich habe sonst kein anderes Pokémon. Oder doch, vielleicht habe ich schon noch ein anderes Pokémon, was eine Recovery kann oder macht. Denn ich brauchte, wie gesagt, Apokalypse. Nicht nur für die Recovery, auch für Tektas. Denn Turtok gegen Tektas ist nicht so gut. Denn Turtok kann zum anderen kein Irrlicht. Kann Tektas mit Siedewasser kaum Schaden machen, außer natürlich kriegt die Verbrennung. Turtok hätte sich halt nur gelohnt wegen den Rapid Spin. Denn ihr seht, Freunde, ich habe keinen Rapid Spinner, keinen Defogger dabei. Dafür habe ich aber Magiespiegel Mega Absol dabei. Also das dient halt immer noch so als, ja, als Notlösung, falls ich wirklich predikte, dass Ziel auf die Tarnscheine geht, um Mega Absol rein zu switchen und dann die Tarnscheine umzulenken und seine Seite zu lenken. Und ja, wir spielen hier Apokalypse, Freunde, fühlen sich defensiv, komplett fühlen sich defensiv als Check halt gegen Tektas, als Check gegen Hippo, als Check gegen Knackack und als Check gegen Sandama. Denn Knackack kann sowohl Crunch haben, das würde mich aber nicht two-hitten, außer er ist live oder banned. Außer Abschlag, beziehungsweise, oder halt Sandama kann auch Abschlag, also was heißt auch Abschlag, also auch eine Unlicht-Attacke. Und mit Life Orb würde die mich aber leider two-hitten. Ja, wie gesagt, Apokalypse trotzdem heute sehr, sehr wichtig, weil ich, wie gesagt, damit gerechnet. Ich habe mit einem Pokémon von Ziel nicht gerechnet. Das ist Sandama. 5 von ihm habe ich predicted. Und ein Pokémon dachte ich mir, wird Sandama nicht mitnehmen, ist zwar sein neues Pokémon, aber es lohnt sich halt nicht so krass gegen mein Team. Dafür würde er Raikou mitnehmen, denn Raikou, ich habe 2 Elektro, also 2 Wasser-Pokémon, die halt schwach gegen Elektro-Attacken sind. Und Raikou ist generell ein gutes Pokémon gegen mein Team und wie ihr sehen könnt, hat er es nicht dabei. Dann bringe ich mit, Freunde, mein Modest Sandurus T mit der Hidden Power Ice, also mit 4 Attack Moves. Hidden Power Ice brauchte ich gegen Knackack, ich war mir sehr, sehr sicher, dass er Knackack mitnehmen wird. Focus Blast brauche ich gegen Stalobor, weil ich auch sehr sicher war, dass er Stalobor mitnimmt. Donnerblitz brauchte ich natürlich gegen Tektas oder Milotic. Er hätte natürlich sein können, dass er Milotic mitnimmt, aber da war ich von überzeugt, dass er es nicht mitnehmen wird. Und die Finsdauer, Freunde, denn ich spiele hier den Z-Stein drauf. Also bei Apokalypse hatte ich Überreste, falls ich das vergessen hatte. Und auf Sandurus habe ich den Z-Dark, Noctium Z heißt er, glaube ich, der Stein. Sodass mein Dark Pulse halt die doppelte Power bekommt. Ja, Freunde, ist halt ganz einfach für sein Selfie. Für sein Selfie wird sehr, sehr gefährlich, wenn ich Absol verlieren sollte. Und er irgendwie Gedankengut-Set ist, wird Selfie sehr gefährlich gegen mein Team. Und deswegen die Z-Finsteraura. Dann, Freunde, bringe ich mit endlich mein Mega-Absol, Freunde. Ich habe ja, wie gesagt, Mega-Absol für die Rückrunde reingenommen. Für die Playoffs, also für die Pre-Playoffs, für die K.O.-Phase reingenommen. Ich auch wieder Knackack. Mit Ice Beam nehme ich es raus. Selfie treffe ich sehr effektiv. Sein Hippopotamus, wenn er fühlt sich defensiv ist, tue ich mit Eisstrahl. Sein Sandama tue ich mit Eisstrahl. Tektas bekommt 50% circa von Knockoff.
vielleicht ein bisschen mehr. Und Stahlrohr, wenn er nicht im Sand ist, wird von Kraftklos gewonnen. Also wie ihr wisst, oder wie ihr sehen könnt, oder wie ihr hört, ist Absol ein sehr, sehr wichtiges Pokémon gegen ihn. Die letzte Attacke ist hier noch Tiefschlag, einfach nur, weil ich nicht auf Raikou gespeedcreept habe. Ich spiele ein naives Wesen. Ich habe auf Knacker gespeedcreept, weil mit Raikou wäre ich im Speedteil. Und da wollte ich lieber die EVs in KP und Spezialangriff setzen, dass ich halt Spezialangriff safe, Knacker, One-Hitte safe, Hippo, Two-Hitte. Das war mir wichtiger, denn ich habe halt immer noch Tiefschlag, wenn er wirklich Raikou dabei hätte. So, das war mein Handy, tut mir leid. Gut, dann bringe ich mit, Freunde, mein Tangela fühlt sich defensiv auch in diesem Kampf sehr, sehr wichtig. Wir spielen hier allerdings nicht komplett fühlt sich defensiv, denn wir spielen so viel spezialdefensives Investment, um halt safe zwei Feuerstürme vom Knacker zu tanken, ja. Denn, ich dachte mir, wenn er Knacker mitnimmt, wird er wahrscheinlich ein Mix-Set spielen. Er wird Crunch haben, er wird Wutanfall oder Drachenklau haben, er wird vielleicht Schwertanz haben und er wird Feuersturm haben gegen Tangela. Das dachte ich halt. Oder vielleicht Erdbeben statt Feuersturm. Und deswegen habe ich, wie gesagt, spezial defensives Investment, ein paar EVs reingepackt bei Tangela. Aber sonst spiele ich das Standard-Set mit Gigasauger, Schlaffuder, Egelsam und Knockoff. Ja, Schlaffuder und Egelsam sind halt wieder so Attacken, die oft daneben gehen können. Wie es auch in der Hinrunde und der Rückrunde war. Und ich hoffe einfach diesmal, dass diese Attacken treffen werden, wenn ich sie einsetze. Dann bringe ich mit auch ein neues Pokémon, Freunde. Aber das Team Pöbel geht schon viel zu lange. Also ihr könnt, wie gesagt, das gerne überspringen, direkt zum Kampf gehen. Simsa mit dem Fokus-Core. Denn Simsa hat die nette Fähigkeit, dass es nicht von Tarnsteine, nicht von Toxin, nicht von dem Sand getroffen werden kann. Und somit auch immer den Fokus-Core behält. Egal was kommt, Simsa wird den Fokus-Core behalten. Und ich kann mindestens ein bis zwei Hits mit Simsa raushauen. Ja, das war mir sehr, sehr wichtig. Denn ich spiele Simsa mit Psyshock für sein Raikou, falls er die AV spielt, oder für sein Milotic. Focus Burst für sein Stahlrohr, Hidden Power Ice für sein Knacker, klar. Und die Shadow Ball für sein Selfie. Denn wenn er ein physisch defensives Selfie mit Gedankengut spielt, könnte es eine gute Roll, dass der Spukball nach Tarnstein reichen könnte gegen Selfie. Und zu guter Letzt, Freunde, bringe ich ein sehr, sehr spezielles Set mit, und zwar Viscogon, speziell defensiv mit dem Curse-Set, mit Erholung, Fluch, Power Whip mit Einzigattacke, also Blattgeisel, und halt Regentanz mit dem Nassbrocken vorne. Das ist einfach der Grund, dass ich den Sandsturm weghaben möchte, denn ihr seht, Knacker könnte vom Sandsturm profitieren, wenn er Sandschleier hat. Sandama könnte vom Sandsturm profitieren und Stahlrohr könnte vom Sandsturm profitieren. Und es war wichtig, dass ich den Sandsturm irgendwie wegbekomme. Und halt, Viscogon dient halt als Check gegen Raikou, weil es halt speziell angreift. Ich würde sagen, Freunde, wir springen im Kampf. War ein sehr, sehr spannender Kampf, ein sehr, sehr kurzer Kampf. Mir geht's gerade nicht so gut, aber wie gesagt, der Kampf war zum Glück nicht lange und dann kann ich endlich wieder ins Bett gehen, Freunde. So, jetzt wird sich entscheiden, kommen wir eine Runde weiter oder sind wir direkt ausgehen. Ich lead hier mit Apoklyp, weil ich hier sein Knackack, sein Sandama oder sein Hypoboteros predicted habe, denn er hat keinen Raikou, das heißt, ich kann hier eigentlich safe mit Apoklyp leaden. Er zeigt mir hier, geht auf Knirscher, Freunde, und wir sehen, Knirscher macht guten Schaden und anhand des Schadens konnte ich halt nicht herausfinden, ist er vielleicht Element oder ist der Jolly vielleicht Expertengurt oder sowas. Geh aufs Öl, ich dachte mir, jawohl, ich habe Knacker verbrannt, Knacker kann mir überhaupt nichts mehr, aber wir sehen die Prunusbeere, denn ich habe hier eher mit der Anti-Eisbeere gerechnet als mit der Prunusbeere, aber war gut gemacht von Ziel, das heißt, er hat jetzt noch ein volles Knacker. Zwar keine Beere mehr drauf, aber wir haben angeschwächtes Apokalyp und werden aber definitiv noch einen Knöcher tanken. Ich dachte mir, er wird hier drin bleiben, wird vielleicht auf den Drop hoffen, weil Knöcher kann ja die Verteidigung droppen. Geht deswegen auf Genesung und habe jetzt zum Glück wieder ein volles Apokalyp. So, Freunde, da jetzt direkt ins Selfie gegangen ist, dachte ich mir, entweder wird der Abschlag kommen, es werden die Tarnsteine kommen oder es wird das Gedankengut kommen. Das andere kann ich mir einfach nicht vorstellen. Geht deswegen straight in Absol. Die Tarnsteine werden natürlich jetzt mies, weil ich noch in der Megaform bin. Aber wir sehen, es kommt das Gedankengut so vorne. Und das wird sehr gefährlich gegen mein Team werden. Denn ich bin jetzt zum Glück mit Absol drin, kann hier straight auf Knockoff gehen. Und ich habe hier einfach gehofft, dass er nicht die Bolero-Beere hat und deswegen rauswächst. Und wir sehen, Freunde, er wechselt hier wirklich raus. Ich glaube, wenn er die Bolero-Beere gehabt hätte, wäre er, glaube ich, nicht rausgewechselt. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall geht hier in Tektas. Ich bekomme hier zum Glück die Mega-Entwicklung raus. Das heißt, wenn er gleich mit Hippo, Sandama oder Knacker drin ist, könnte ich es halt wirklich riskieren, in Anführungsstrichen Mega-Absol zu gehen. Ist aber natürlich sehr riskant. So, ich gehe auf Abschlag, Freunde. Wir sehen, Abschlag macht guten Schaden, fast 50%. Wir sehen einfach, Tektas hat einen krassen Balk und ich kann hier zum Glück die Zitrus-Berry abschlagen. Und hier gehe ich in Sticks, weil Sticks ist einfach mein Apokalypse, einfach mein Safe-Switch in Tektas. Ich hätte keinen anderen Safe-Switch. Er predicted das aber schön.
Geht aber nicht ins Zelt, was ich gedacht habe. Es wäre jetzt ein guter Predict gewesen und dann hätte er auf U-Turn gehen können. Wahrscheinlich mein mega absolut. Aber er geht hier in Hippopotamus, Freunde, was ich nicht verstanden habe. Hier dachte ich, er wird in der ersten Runde wahrscheinlich nicht direkt auf die Tarnsteine gehen, hat wahrscheinlich Angst vor meinem Seedewasser und wird wahrscheinlich jetzt ins Helfe gehen. Und deswegen bin ich hier straight aufs Irrlich gegangen, denn wir haben natürlich Hex drauf. Also ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das hat eine 65er Base Power. Wenn dieses Pokémon verbrannt ist, also sowas wie Selfie, würde es auf 130 kommen. Und das wäre einfach eine super, super starke Attacke von Apokolyp. Er allerdings zeigt mir das Toxin und deswegen hat er wahrscheinlich den Switch gemacht, um mich zu toxinisieren, weil Apokolyp einfach ein so krass gefährliches Pokémon gegen ihn ist. Und ja, weil wir sehen, er hat kein Raikou dabei, er hat nicht viel gegen Apokolyp. Und ja, Freunde, das Gift ist zwar blöd, ist aber jetzt nicht so krass, als wenn er die Tarnstelle rausbekommen hätte. Denn ich hätte jetzt hier lieber das Gift, was ich auch drauf habe, anstatt die Tarnstelle auf meiner Seite. Denn, Freunde, jetzt! Jetzt kommt der Zug. Entweder er wird jetzt ins Helfe wechseln oder er wird jetzt auf Tarnscheine drücken. Und das habe ich prediktet, Freunde. Gehen Absol und wir sehen, er geht hier wirklich auf die Tarnscheine. Der Magiespiegel wirkt und das heißt, der gute Seal hat jetzt die Tarnscheine auf seiner Seite, wo ich wirklich überglücklich bin. Denn natürlich kann er auf Sandama noch Rapid Spin haben, was er vielleicht haben wird. Aber ich habe zum Glück die Tarnscheine nicht auf meiner Seite, was halt ärgerlich wäre. Und er hat zum Glück die Tarnstelle jetzt auf seiner Seite. Das heißt, eine Win-Win-Situation für mich hier. Er kann hier natürlich nicht nochmal auf die Tarnstelle drücken. Kann mich natürlich mit Erdbeben angreifen, aber da er verbrannt ist, Freunde, macht das Erdbeben nicht mehr so viel Schaden. Ich kann auf Eisbeam gehen. Sean hatte Schaden. Er ist physisch defensiv. Das heißt, mit dem nächsten Eisbeam werde ich ihn safe rausnehmen. Und wir sehen, Freunde, das Erdbeben macht lächerlichen Schaden. So. Nach dem Sandsturm finde ich mich halt immer noch in der Range, wo ich eine U-Turn von Safe tanken kann. Also auch wenn er jetzt gleich vielleicht irgendwie Safe geht, auf U-Turn drückt, weil die Beleorobeere hat, tanke ich die halt immer noch. So, er ruft hier zurück, wollte sich den Sandsturm aufbewahren, weil er hat, wie gesagt, noch Stalobor oder Sandama in der Rückhand hat mit Sandschara. Geht hier an Kurt Plankton und hier macht er einen riesen Missbett, denn er hat hier an der Stelle vergessen, dass die Tarnschellen liegen und dass er keine Zitrusberry mehr hat. Also die Tarnschellen wusste er, aber dass die Zitrusberry verloren hat. Denn mit der Zitrusberry wäre er halt in eine Range gekommen, wo er halt den Rückzug nicht mehr aktivieren hätte müssen. So, und deswegen musste er jetzt noch mal entscheiden, welches Pokémon er jetzt noch mal in Absol wechselt. Das heißt, sein Plankton ist bei kaum noch KP. Sein Selfie verliert jetzt immer mehr KP durch den Sandsturm und durch den Eisstrahl. Und jetzt aus der Range würde auch ein Abschlag gegen ein physisch defensives Selfie reichen, solange er keine Bolero-Beere drauf hat. Und Freunde, er geht jetzt hier zurück in Plankton, also in seinen Tektas. Will es hier sacken, denn die Tarnsteine machen ihn halt stark. Also die Tarnsteine sind halt mega, mega gut gegen ihn selber. Das habe ich in der Team-Preview gar nicht so gedacht, dass die Tarnsteine so gut sind, denn sonst hätte ich wahrscheinlich Bronzong mitgebracht. Aber ich brauchte unbedingt Viscogon mit Regentanz und um halt seinen Sandsturm so entgegenzuwirken. So, Zentekta ist zum Glück, wer das heißt, Absol bekommt hier den ersten Kill oder zweiten Kill, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall geht ihr jetzt in Sandama. Und da er jetzt in Sandama geht, zeigt er mir Sandschara und er zeigt mir, dass Sandama sehr gefährlich wird. So, ich gehe hier ins Dix. Dachte mir, er wird nicht in der ersten Runde direkt in Abschlag gehen, aber er geht hier wirklich auf Abschlag und one-hitted mein Jellicent durch den Crit, Freunde. Der Crit hat halt nur bedingt gemeldet, das heißt, in der zweiten Runde hätte mich mit Abschlag trotzdem rausgenommen, denn wir sehen, er hat hier den Live-Orb. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, Sandama, aber er hätte halt eine Runde mehr Live-Abschaden bekommen und eine Runde halt, wäre der Sandsturm halt früher weg gewesen. Deswegen hat das halt zum Teil gemeddert. Hier allerdings gehe ich in Simsa. Ich hätte halt in nichts gehen können, Freunde. Er prediktet hier schön, dass ich den Fokus gehabt habe, weil sonst wäre er auf Abschlag gegangen und geht auf den Steiger. Also nicht schlecht gemacht, von ihm auf den Steilhagel zu gehen. Denn somit hat er, glaube ich, 20% oder 10% Chance, mich zu flinchen. Und das wäre wirklich mein Untergang gewesen, hätte er mich hier geflincht. Wäre das Match, glaube ich, hier schon vorbei gewesen. Also ich hätte dann, wenn ich Simsa verloren hätte, hätte ich wirklich nicht mehr viel machen können. Denn Simsa bekommt hier den ersten Kill gegen Sandama und wir sehen, er geht hier ins Selfie. Und er hat, glaube ich, gehofft, dass ich hier keinen Spukball drauf habe. Und ich habe den Spukball erreicht. Und erreicht, Freunde, da anhand, weil er physisch defensiv ist, reicht der Spukball. Das heißt, Simsa bekommt den zweiten Kill. Und jetzt geht er in Dagmar. Das heißt, er möchte den Sandsturm rausbringen, um mit Stalobor halt immer noch guten Druck aufzubauen. Denn, Freunde, das Game ist noch nicht entschieden. Auch wenn ich jetzt ein Hippopotamus mit Heidenpower Ice rausnehmen werde und er nur noch zwei Pokémon hat und dann nur noch Knackhack und nur noch Stalobor, habe ich halt immer noch große Probleme gegen ihn. Ja.
Denn einfach, wenn er Stalobor Schwertanz den Z-Stein drauf spielt, weil er hat seinen Z-Stein gewechselt auf Stalobor und halt den Schwertanz vielleicht auf Knacker drauf spielt, wird es halt noch sehr, sehr, sehr gefährlich für mich. So, er geht in den Stalobor. Ich bin hier allerdings drinnen geblieben, weil ich nicht wollte, dass er jetzt irgendwie ein Schwertanz-Setup spielt. So, und deswegen bin ich drin geblieben. Kann natürlich guten Gewissen verkraften, dass hier Indra stirbt. Indra hat einen super Job gemacht, Freunde. Ich bin mega happy, dass ich Simsa genommen habe für die Rückrunde. Denn es hat 3 Kills, also für die Playoffs, denn es hat jetzt schon 3 Kills gemacht. Und jetzt gehe ich in Takeda. Und er muss natürlich raus. Hier bin ich auf dem Schlaffuder gegangen und hoffe, mein erstes Schlaffuder in diesem Match. Trifft es oder trifft es nicht, Freunde? 85 oder 90% Genauigkeit. Es geht daneben. Oder 75, weiß es gar nicht. Und es geht natürlich daneben, Freunde. Das ist natürlich ätzend. Aber es wird gleich noch sehr, sehr interessant. Denn wir haben natürlich noch 4 Pokémon, aber es wird sehr interessant. Denn er geht ja auf den Schwertanz, Freunde. Ich bin ja nochmal auf Schlaffuder. Ich dachte mir, bitte, triff jetzt. Und es trifft. Freunde, es trifft zum Glück diese Schlaffuder. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn mir steht jetzt gegenüber ein plus 2 Knackrack. Aber ich habe halt immer noch Absol, was Knackrack outspeedet, mit Ice Beam rausnimmt. Und wenn der Sandsturm weg ist, würde mein Absol halt immer noch mit Kraftkurs sein Stalobor rausnehmen, Freunde. Das ist jetzt hier mein Red Spinner. Kann natürlich jetzt nicht direkt in Absol gehen, weil ich Angst habe, dass er jetzt in der zweiten Runde aufwachen würde, beziehungsweise den Sandschleier hat, um halt die Genauigkeit von mir zu senken um 30%. Geht es den Viscogon? Weil hier dachte ich, Viscogon brauche ich sowieso nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass er jetzt in der zweiten Runde noch schläft, aber er wacht hier leider auf, Freunde. Was mega ehrlich ärgerlich ist, denn das Glück ist hier teilweise auf seiner Seite. Und ich verliere hier leider mein Gutor, was aber nicht so krass gemändert hat, denn ich hätte eh nur den Ringtanz rausbekommen, wäre dann durch Wutanfall gestorben. So, hier gehe ich in Absol, Freunde. Ich weiß, ich bin schneller. Ich hoffe, er hat keinen Sandschleier. Eisstrahl kommt und geht dann. Und im Kampf wusste ich noch nicht, ich habe Ziel direkt angeschrieben. Hä, wieso geht Eisstrahl daneben? Ich habe 100% Genauigkeit. Er hat aber den Sandschleier gespielt. Das heißt, er hatte 30%ige Chance gehabt, dass der Eisstrahl daneben geht. Und es hat wirklich 70%, dass es trifft, Freunde. Und ich kriege natürlich 30% und es geht daneben. Also, ich habe hier wirklich teilweise wirklich Pech in diesem Kampf. Jetzt stehen wir wirklich nur noch 2 gegen 2 gegenüber. Es verwirrt, trifft sich hier zum Glück selber, Freunde. Das heißt, das Glück kommt ein bisschen wieder auf meine Seite. Schlaffuder kommt und trifft zum Glück. Denn der Schlaffuder, Freunde, hätte halt, ich glaube, nur noch zu 50 oder 55% eine Chance, da zu treffen. Also es ist sehr riskant, hier auf Schlaffuder zu gehen. Wegen dem Sandschleier und wegen der geringen Genauigkeit sowieso, das Schlaffuder hat. Und ja, er schläft hier, Freunde. Ich gehe auf Egesam, die zum Glück auch treffen. Gut, der Sandsturm ist hier zum Glück weg. Aber ich habe Absol und ich habe Simsala verloren. Und mein Sandus könnte halt immer noch langsamer sein, weil ich Modus spiele. Und er könnte halt immer noch Jolly Stalobor spielen, um mich somit zu... ja, einfach um mich somit zu treffen. Und Z-Steinhagel würde halt ausreichen. So, er schläft hier zum Glück nur eine zweite Runde, Freunde. Wacht hier also nicht sofort auf. Ich kann auf Gigasauger gehen. Das heißt, ja, in der nächsten Runde werde ich seinen Knackrack hier safe rausnehmen können mit Gigasauger. Und hier dachte ich, komm bitte, Sie, schlaf noch eine dritte Runde. Aber er wacht hier auf. Hart ist natürlich verwirrt, kommt aber auch leider durch die Verwirrung, Freunde. Ja, und kann mein Tagela unter 50%, weil die Power von Knackrack ist einfach unglaublich, Freunde. Physisch Defense, fast Physisch Defense, dieses Tagela mit Evolid bekommt einfach plus 2 Outrage. Übertrieben viel Schaden. Aber wie gesagt, mit der nächste Gigasauger reicht hier zum Glück. Und ich kann sein Knackrack hier rausnehmen. Das heißt, es steht mir nur noch ein Stalobor gegenüber. Und jetzt habe ich Angst. Er kann den Z-Eisenschädel spielen, der gegen Tangela reichen könnte. Oder der reicht gegen Tangela, Z-Eisenschädel. Aber es kommt nur der Normal-Eisenschädel. Und jetzt kommt es drauf an. Flincht er mich? Könnte er das Game gewonnen haben? Er flincht mich aber zum Glück nicht. Und ich bekomme das Schlaffuder hier auf Stalobor, Freunde. Was so, so verdammt wichtig war. Denn jetzt gehe ich straight direkt in Sandurus, aktiviere natürlich damit nochmal die Belebekraft. Und das heißt einfach, dass er nicht den Z-Eisenschädel spielen wird. Er wird vielleicht den Z-Stein rausspielen, wird wahrscheinlich dann vielleicht Z-Erdbeben oder sowas spielen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielt er zum Glück kein Z-Eisenschädel. Ich gehe in Sandurus, Freunde, und hier trifft zum Glück der Fokusstoß. Denn wir haben gesehen, er hat, ich war schneller, also er war Adamant und ich bin Modest. Also ich habe auf den Magbrand gespeedcreept. Er hätte mich aber trotzdem mit Jolly outspeedet. Der Fokusstoß, wie gesagt, trifft zum Glück. Wäre der Fokusstoß daneben gegangen, wäre das eigentlich nicht so krasses Problem gewesen. Denn, ja, Steinhage hätte halt von Stalobor nicht gereicht. Und ich hätte halt in der nächsten Runde immer noch die Chance gehabt, dass der Fokusstoß treffen würde. Wenn auch der zweite Fokusstoß daneben gegangen wäre, hätte ich halt immer noch einen Tagela gehabt bei um die 50-40%. Und da hätte ich auch immer noch einen Eisenschädel tanken können.
Außer er hätte mich geflincht und dann hätte er halt das Game gewonnen. Aber somit, Freunde, gewinnen wir in einem sehr, sehr, sehr spannenden Kampf gegen Ziel 2 zu. Das heißt, wir sind eine Runde weiter, müssen am Samstag um 17 Uhr gegen den Gewinner von Eve gegen LRJ, also unbedingt abchecken, von um 17 Uhr kommt deren Kampf. Und da kommt es drauf an, gegen wen wir dann müssen. Ich weiß es für jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oh, mein Hals tut ein bisschen weh. Ich muss auf jeden Fall gleich Tee trinken. Und ihr Freunde, wie gesagt, was kann ich noch zu dem Kampf sagen? Simson und Absolo haben sich unglaublich gelohnt in diesem Kampf. Außer natürlich Viscon hat nichts gemacht. Ja, Freunde, wie gesagt, das war der Kampf. 2-0 gewonnen. Wir befinden uns in der zweiten Runde. Ziel ist damit leider ausgeschieden, aber wie gesagt, die zweite Season der NPBL wird es definitiv geben. Da wird Ziel definitiv wieder angreifen. Und da freue ich mich jetzt schon mal, in der Season 2 schon gegen Ziel kämpfen zu dürfen. Denn er hat mir schon gesagt, er wird, denke ich mal, kein Sandteam mehr picken. Also wird andere Pokémon picken. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was er da picken wird. Und wann die Season beginnt, ich werde am Ende, egal ob wir ins Finale kommen oder nicht, werde ich am Ende nach dem Finale nochmal ein Video hochladen und über die gesamte Season sprechen. Vielleicht lade ich mir noch ein, zwei Leute mit dazu ein und da sprechen wir über die gesamte Season, die Vor- und Nachteile, wann die nächste Season ungefähr beginnen wird und ja, Freunde, freut euch da auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, wir befinden uns in der zweiten Runde. Samstag 17 Uhr gibt es den zweiten Kampf. Checkt heute um 17 Uhr den nächsten Kampf in der ersten Runde den anderen Kampf zwischen Eve und NRJ. Da entscheidet sich unser nächster Gegner. Ich bin damit raus, Freunde. Lasst definitiv einen Daumen nach oben da. Schaut bei Steel vorbei. Er hat den Kampf live aufgenommen. Und ja, ich bin damit raus. Wie gesagt, haut rein. Bis dann. Und ciao.